So, und wieder zurück zur Episode 2 von der Franz Kafka Videogame. Wir stehen immer noch in dieser Gasse, der wir gerade angekommen sind, und wir erwarten eigentlich den Briefschreiber, aber es ist keiner hier. Hier sind Plakate an der Wand, es sind zwei Tauben hier. Die fliegen auch weg und es kommt jemand vom Himmel runter mit Sattel, mit Gürteltaschen, einem spässigen Helm. Good day. I beg your pardon for such a strange invitation, but I'm a character of a very different story. So I shun the limelight. I sought for a meeting with you because I have been instructed to inform you that you are invited to work in Castlock Corp. In America. Auch Franz Kafka ist bekanntlicherweise, er hat einen Brief, hat eine Geschichte geschrieben, wo, ich sag mal, die zwangsweise Ausreise nach Amerika wichtig war. Wait, I don't understand what you're talking about. What does all this mean? This is the first time I've heard about some Castlock. In the corporation, they're aware of your financial difficulties and your fiancée. Fiancée. Castlock Corp will solve all your problems. All this is utterly ridiculous. I better go back. Goodbye. Don't worry, everything has been decided for you. You can't refuse. Also, wir können nichts mehr machen. Wir müssen nach Amerika gehen und wir werden ausgeschaltet durch einen Phaser. Da lässt sich jetzt wirklich nichts mehr machen. Wir sind auf der nächsten Szene, wie es scheint. Und wir sind auf einer Kriegsfront. Mit einem riesigen Monster im Hintergrund. How did I get here? I have such a feeling that I have been hypnotized. I have to sort out the problems of my unconscious so I can wake up. Also, genauso wie jetzt die Frau vorher hypnotisiert wurde von uns, sind wir jetzt aus irgendeinem Grund auch hypnotisiert. Drücken wir mal diesen Schalter hier. This strange mechanical gun isn't loaded. I have to find the ammo. Okay. Es muss also einen Hinweis geben, was ich hier einstellen muss. Also es gibt anscheinend vier. Es gibt fünf Symbole. Das ist natürlich eigentlich eine ganz schöne Menge an Kombinationsmöglichkeiten. Ich kann natürlich unmöglich 1024 Kombinationsmöglichkeiten durchprobieren. Das ist nicht möglich. Deswegen habe ich jetzt gerade das Bild betrachtet, ob ich irgendwie einen Hinweis sehe. Das Monster ist, glaube ich, nur Kulisse. Ich denke nicht, dass das Monster selbst einen Hinweis gibt, was ich einstellen muss. Hier ist ein Schlauch. Den kann ich aber nicht anklicken. Ich kann sowieso sehr wenig anklicken hier, muss ich sagen.
This strange mechanic gun isn't loaded. I have to find the ammo. Ich kann mich selbst nicht bewegen dieses Mal. Die Kulisse gibt auch keine, gibt auch nichts her. Denke ich zumindest. Es muss schon im Bild sein. Ich stelle jetzt lauter Kreuze, weil vielleicht sind die Absperrungen ein subtiler Hinweis. Aber denke ich nicht, weil ich denke, sobald man richtig den Code hat, reicht es. Von dem gehe ich zumindest aus. A. A gefüllt. Dreieck. Okay, das ist ein seltsamer Hinweis. Also das letzte ist vielleicht ein Dreieck. In 30 Sekunden bekomme ich den zweiten Hinweis, aber mal schauen. Also der Hinweis wird nicht sein, dass der wird mir nicht den Code genau sagen, gehe ich davon aus. Aber okay. Heißt es dann, das erste ist Dreieck? Probier jetzt einmal aus. Ich weiß nicht, wieso das so füllt. Also wieso das überhaupt eingezeichnet ist. Diesen Teil des Hinweises habe ich noch nicht verstanden. Ich habe mir jetzt gedacht, vielleicht muss ich diese Folge hier nachgehen bei allem. Das war es aber, denke ich, auch nicht. Und die ganze Sache ist
wie würde sich das aus dem Spiel ableiten? Wieso ist das, dass das immer sich mehr füllt? Könnte natürlich sein, dass es Buchstaben sein sollen. O-M-A. Könnte es sein, dass man praktisch M-O hinschreiben muss. Ich frage jetzt, wie das funktioniert, wenn man eine andere Sprache spielt. Beim Englischen ist das jetzt noch relativ logisch, aber... M-O. Geil. Und das Monster ist weg. Das ist so absurd. Und das stimmt. Your ticket, please. What? Your ticket, please. What? What's going on? I have had an odd dream. I'm sure it was hypnosis. Wait, am I on the train? Yes, sir. And rest assured, you will get to America without any unneeded incidents. You worry about nothing. What are you talking about? What America? Stop the train immediately. I want to get back home. It's impossible, sir. Our express train is going through without a stop. But... Can I at least write a letter? I have to tell Felice about what has happened to me. The letter has already been written, sir. You only have to sign it. Mein Name ist Kay. Okay. K ist auch schon gedrückt irgendwie. Also Kafka kann ich nicht schreiben. Felice kann ich auch nicht schreiben. Da fehlt beide mal jetzt das F. Okay. Okay. Mir fehlt jetzt quasi noch der Teil in der Mitte.
Also das ist zu tief. Fangen wir nochmal von vorne an. Das scheint mir zu... Nein, das ist auch schon falsch. Das ist zu hoch. Da stimmt auf jeden Fall. Nein, das ist eigentlich zu hoch. Genau genommen. Das passt mir. Aber das ist exakt genau. Das passt sogar ganz genau. Das passt ausreichend. Das ist zu hoch. XCMP. Da fehlt dieses Stück. Ach so, ich kann da noch was verstellen. Fangen wir nochmal von vorne an. Das ist kein Problem, jetzt verstellt man gleich so viel, glaube ich. Ich muss ein bisschen hoch. Ah, das passt. Ich muss runter. C, passt. Diesen Teil habe ich abgeschlossen. Ich glaube dann trotzdem auf derselben Höhe. Das ist die Frage. Lassen wir mal so. Das passt auf keinen Fall. Dieses E ist eigentlich zu hoch. Ich muss mal schauen, ob ich das X besser hinbringe. Oder vielleicht ist es auch ein Schmäh. Weil ich habe ja auch das M, nicht das M, das B. Ach, was war, ne? Bin jetzt deppert. Genau, das T, T meine ich, das T. Das wollte ich nicht. Wir nähern uns schon der Lösung. Passt. Ich glaube, jetzt muss ich wieder runter. Passt. Das habe ich jetzt wenigstens endlich selbst gelöst. From the case letter to Felice. My dear Felice. By chance and because of the circumstances, I got involved in an adventure, as absurd as it's mysterious. Apparently, I'm leaving for America for some time. I know it sounds strange, but as I have been on the road for several days,
I've come to an idea that the unnerving uncertainty of this journey may turn out to be the opportunity for me to cope with my financial problems. P.S. And at last I will be able to arrange a magnificent wedding for us, as your parents wish. K. Act 2. Contemplation. Okay, der Zug ist hier jetzt mal stehen geblieben. Ich kann vermutlich diese Sachen da ändern, ja. Ich soll ziemlich sicher hier einfahren, denke ich mal. Der Zug ist so gefahren, ist so reingefahren. Wo fährt der jetzt hin? Der fährt jetzt so. Lassen wir mal so weiterfahren. Dann kommt er hier zurück. Dann soll er so weiterfahren. Dann sollte er nämlich wieder so zurückkommen und so weiterfahren. Wenn ich mich nicht irre. So, wieso bleibt er jetzt stehen? Ich habe extra aufgemacht, oder? Okay, er kommt hier wieder zurück. Dann lassen wir ihn trotzdem nochmal hin und her fahren. Man sieht nämlich die Weichen nicht. Die Weichen müssen nämlich außerhalb sein, irgendwo. Dann lassen wir ihn einmal so zurückfahren. Das hat nämlich, denke ich, noch gepasst unter Umständen. Ah, dann kommt er wieder von hier. Dann passt es aber so nicht. Dann bringe ich ihn hier nie von dort weg. Muss noch schauen, ob das ist, was ausmacht. Okay, dann kommt er hier. Vorher war die Stellung so, dann ist er zu mir gekommen. Jetzt stelle ich das mal um. Schauen wir mal. Dann bleibt er auf dieser Bahn. Genau. Auf dieser Bahn darf er auf keinen Fall bleiben, denke ich. Bin mir nicht sicher, wie viel Auswirkungen diese Weichen auf diese Sachen haben. Also dieses Mal anscheinend gar nicht. Noch einmal nur zum Probieren. Nein, gar keine Auswirkung. Also diese Weiche hat nur auf diesen Bereich eine Auswirkung. Zumindest denke ich das im Moment noch. Schauen wir mal. Das Ziel ist, denke ich, klar, wir sollen in diesen Tunnel hier kommen. Na, probieren wir mal so. Ich bin mir nicht mehr 100% sicher. Okay, jetzt komme ich hier an. Das habe ich noch nicht geschafft gehabt. Jetzt fahren wir wieder im Kreis, oder? Nur so Kontrolle? Ja, passt. Dann lassen wir mal runterfahren. Dann sollte mal so weiterfahren.
hier stehen bleiben. Das wechseln wir jetzt und wir sollen mal hier so weiterfahren. Ich denke, das ist die Lösung. Oder auch nicht. Das ändert jetzt gar nicht, interessanterweise. Dann soll er wieder runterfahren. So, mal weiterfahren. Diese Weiche stellen wir um. Wieso habe ich das eigentlich vorher nie geschafft, dass er von dieser Strecke nach oben kommt? Wieso schaffe ich das jetzt quasi ständig, egal was ich einstelle? Habe ich nämlich eine Idee. Wir bleiben, jetzt sind wir so reingefahren, das machen wir nochmal mit Rennen an diese Weiche da um. Ich habe die Befürchtung, diese zwei unteren Schienen sind nur zum Umdrehen des Zuges gedacht. Auch wenn ich es nicht komplett nachweisen kann. Okay, das hat jetzt nicht gepasst. Passt. Jetzt drehen wir das um und fahren los. Passt. Wie ich mal gecheckt habe, dass diese zwei Schienen nur zum Umdrehen gedacht sind, dann ging es eh. So, ich glaube, hier sind wir wieder mal einen neuen guten Bildschirm. Kurze Unterbrechung, Ende der Episode 2 und es geht dann von hier aus weiter mit der Episode 3.